So, da sind wir wieder, Jungs. Ich habe letztens hier eine Info gekriegt. Boah! Der Spielsound ist so leise. Das ist so gewollt. Ihr sollt mich hören und nicht den Sound des Spiels. Das ist nicht so überragend. Wir hören ein paar Räder. Und ein bisschen Autos. Und die sind für mich in diesem Spiel nicht so interessant wie bei FIFA, wo du die Zuschauer extrem laut hörst, wenn sie so Premier League spielst. Das Stadion geht ab. Oder Counter-Strike, wo mir das natürlich auch sehr wichtig ist. Oder, was habe ich noch? Splinter Cell. Aber sonst ist mir der Sound beim Radsportmanager Hintergrundgeräusche, die sind nicht so schön. Deswegen, na, lass ich es lieber raus. Oh, jetzt hauch ich schon wieder in das Mikro. Dieser Junge ist so bescheuert. Sebastian Bott. Dann kann er wieder mal seinen Jan Bartha beschützen. Der muss nicht Pfingsten, natürlich. Polsterberger. Nee, da kann der Polsterberger mal beschützen. So, Schilling könnte dann hier Pott beschützen. Mager, der sollte, jo, der ist zu weit hinten. Der zweite der Bergwertung, der müsste ein bisschen weiter nach vorne. Der muss schnell rüber. Schnell rüber, rüber, rüber. Nächster Verpfingsten wäre auch schön, wenn du rüberkommst, weil dann müssen wir auch noch ein bisschen Bergpunkte. Da vorne, Bartha forciert das Tempo. Da ist kein Schwein, da sind der, da ist der Pilzeberger, da ist der Christopher Pfingsten. Mager, nee, das ist ja Mager nicht mal. Christian Mager. Warum ist das Tempo so hoch? Alter, lass den Kollegen hier durch. Halt, oh, wartet. Jetzt, wenn ich den Hund gleich wieder einstellen muss, dann kriegt die Krise. Christian Mager greift an. Christopher Pfingsten folgt. Natürlich hat Jackson Rees sich die Bergwertung geholt. 9 Fahrer. Läuft. Die werden sie bestimmt alle fahren lassen. So einen kleinen Abstand. Hier haben wir. Bleibt bloß dran am Pfingsten. Oh, das ist ein blöder... Hat sich einfach bloß nicht am Hintergrund. Nee, ist klar. Wir werden gar nichts machen, ist ganz klar. So viele Fahrer bringen uns hier auch nicht weiter, weil, ja, die können alle für die Bergpreispunkte sprinten. Hm, lasst mal die anderen da fahren. Die fahren ja schon. Und wir greifen dann an, wenn es wichtig wird. Der Abstand vergrößert sich aber. Fahren wir mal mit Pfingst mit. Ach, die haben es aufgegeben. Die haben es auch echt aufgegeben. Die lassen uns ziehen. 9 Fahrer mit Mager. Oder doch nicht? Ne, doch, die lassen ziehen. So, da ist eine 21. Jackson Rodriguez. So. Und da kommt wieder ein Angriff. Natürlich, jetzt wo sich... Okay, die gehen nicht hinterher. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt hintergeht, wegen den Vollidioten. Mager. Er fängt dann sie mal an. Weil er wirkt irgendwie so lahmarschig. Das Tempo gerade. Und? Ne, die gehen nicht hinterher, aber trotzdem. Kannst du mal ein bisschen nach hinten orientieren? Oh, bleib mal hier ein bisschen hinten, genau. Was da jetzt los? Ist ja nicht so, dass er jetzt temporisch extrem anballert. Die 2 Minuten bleiben aber nur, es bleiben nur diese 2 Minuten Abstand. Die sind nicht doof im Feld. Oh, wo ist Pott? Der ist so weit hinten. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Der Erste der Jugendwertung. Genau. Christopher Pfingsten. Auf der Pfingsten hast ein Ziel, Mager beschützen. Die andere Kaka ist mir egal. Weil, ja, Mager kann kein Hügel, keine Ebene, so wie Jackson. Mager braucht schon einen guten Tag, um da vorne mit zu bleiben oder mit, ja, mit zu fahren, den Hügel hoch. Wir forcieren mal ein bisschen. Wir wollen eigentlich nur Jackson Rodriguez loswerden.
bei der Abfahrt eigentlich oder bei den Ebenen sehr viel Probleme kriegen müsste. Mara ist auch kein schlechter Abfahrer, wie wir sehen. Da sehen wir, Jackson Rodriguez hat jetzt schon leicht Probleme. Kämpft schon, wackelt ganz schön mit dem Oberkörper. Daniel lässt da jetzt eine Lücke. So, wir haben gesehen. Und natürlich, Mara, natürlich minus 4 Tagesform. Das muss natürlich heute passieren. Plarre. Und Pfingsten hat einen normalen Tag. Ey, ich krieg die Krise. Was ist denn das eigentlich für ein Haseanstieg? Ist das ein lockerer Anstieg oder? Nein, wir müssten eigentlich auf der Ebene wieder Tempo forcieren. Nein, der Falsche. Wie ich immer mache. So. Jetzt fahr doch vorbei, du Volldummel. Ja, natürlich. Jackson Rodriguez muss natürlich jetzt probieren, dran zu bleiben. Christian Mager. Eng ist das hier. Sehr eng ist es hier. Damit könnte er hier vorne dran bleiben. Da Pfingsten, da kann sich mal hier verpissen. Steht gerade nur im Weg. Super, Kollege. Nee, du kommst hier nicht vorbei. Kannst du ja gleich vergessen. Das ist gut, weil es zu eng ist. Das gefällt mir richtig gut. Dann kommen die hier nicht vorbei, die vorbeikommen wollen. Dann kann sich Mara hier die Bergwertung holen. Ich sehe jetzt nichts. Genau, einfach vorne dranbleiben und holt sich die Bergbreitpunkte. So, Fabio mal ran. Rodriguez. Bata. Gut. Ah, hat keine Probleme hier. Sebastian Potter hat auch wieder normalen plus 1 Tag Tagesform, also freut mir das auch. Christian Mager, der macht hier wieder nichts, ist natürlich ganz logisch. Aber von minus, was war es? Von minus, ich weiß gar nicht mehr, von minus, nee, wie sie nicht. So, von minus 4 auf minus 2. Gleich kommt nochmal der Anstieg, also. So, wir fahren mal wieder voran. Nicht, dass wir uns abhängen, weil es zu eng ist. Dann müssten wir, wenn es eng wird, immer klar, natürlich, immer probiert vorne da. Ja, natürlich. Jetzt kommt der dicke Sau hier, lässt uns. Oh, hau doch mal ab, du Affe. Mit Magern, mit Pfingsten ein bisschen Vorsprung rausfahren. Und natürlich jetzt mit Jan Bartha aufpassen. Wo ist Jan Bartha? Der ist da hinten, das wusste ich schon. Der kann sich mal hier abhauen, der Knaup. Hält nur so auf den Sack hier. Der ist da vorne so falsch, wie falsch das gar nicht sein kann. So. Bata bleibt natürlich vorne mit dabei. Christian Mara jetzt cool hier, fährt seinen Rhythmus. Ist natürlich nicht dumm. So, jetzt wieder unseren. So, und dann kann eigentlich Pfingst wieder. Nee, Mara, du nicht. Nein, aus für Sitzplatz. Halt kann der Katusha-Fahrer da vorne, Abfahrer ist er auch. War nicht so stark wie Pfingsten, der kann hier nochmal das Tempo forcieren. Okay, mit Bartha ein bisschen zu weit vorgefahren. Da ist Pott, das gefällt mir. Sebastian Pott ist immer noch dabei. Ist aber kein guter Abfahrer, das ist echt scheiße. So wie Jan Bartha ist auch kein guter Abfahrer. Okay, da wird der erste schon eingeholt. So, Mager. Muss nur eins hier, weil mal sehen, wie viel kriegt man denn für die Sprintwertung. Oder die Bergpunkte. 6 Punkte. Okay, gut genug bis jetzt. Ja, warte mal, wir können uns auch einholen lassen. Ist doch besser. Also wäre schön, wenn sie uns einholen könnten. Also ich sehe ja auch Pfingsten, der kann nicht mehr. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall vorne dranbleiben. Vor den Kasachen da, oder was da sein soll. Was ist er? Er ist Kasache. Mager, jetzt mit einem kleinen Vorsprung. Energie gehe, weil es wird die
wichtigste Attacke. Jan Bartha und Pott. Nicht, dass sie wieder so im Stau stehen, kann man sagen. Nee. Schilling, hau mal ab hier, du bist jetzt auch nur im Weg. Sechs Punkte, er hatte 24. Da müssten wir eigentlich dranbleiben. Jan Bartha, Pott. Und Mager kommt nochmal ran. Mager kommt nicht nur ran, der sieht jetzt auch, probiert auch noch vorbeizuziehen. Zweitplatzierte gibt es auch nochmal richtig gut Punkte. Jetzt gucken wir, was hier los ist. Bartha. Wo ist denn der? Mal gucken. Klasma, wenn ich das da irgendjemand... Oh, der Japaner hängt zurück. Koppel, Pan... Okay. Ey. Boah, du Fixer. Du Fick-Game. Mach der mit Absicht. So, jetzt sind die wichtigsten sind weg. Die müssen jetzt natürlich wieder ranfahren. Natürlich werden wir Pott jetzt wieder fahren lassen. Jetzt kommt die Ebene oder was? Oh mein Gott. Das ist echt ein Sekundenspiel. Mit Pott. Gegen den Japaner. Jerome Coppel. Die sind ja hier alle hinten. 1-10. Moreno ist auch noch dabei. Jan Bartha natürlich hier bei der Ebene. Pantano kann nicht mehr. Jetzt lasse ich zurückfallen, Mager. Christian Mager forciert gleich das Tempo. Lasst mich durch, ihr Kopf-Eier. Oh. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Dieses Fick-Game. Einfach nur bescheuert. Na, jetzt musst du auch nicht so Tempo bolzen, du Vollidiot. Energiegel. Möchte natürlich auch mal einen Tagssieg hier. Jetzt hier Christian Mager ist auch noch dabei. Fallen wieder einige zurück. Kann sich das Hinterrad nehmen? Wird jetzt ein bisschen gefährlich für Jan Bartha, der kann nicht mehr. Aber der hat mehr als 3 Minuten Vorsprung. Sandro Enger, Pelucci. Christian Mager auch noch dabei. Und jetzt Sebastian Pott mit dem Angriff. Lucci und Michael Matthews können natürlich mithalten. Oh. Ja, natürlich ist der Japaner auf einmal komplett fit und kann alt mit dir. Nee, ist schlecht. Pass auf, jetzt kommt die Unruhig der Logik. Hallo? Der wird jetzt über 2 Minuten rausfahren. So verbuggt ist das Spiel, weil man kann in 1 Kilometer nicht so viel. Und bei einer Ebene bei Jan Bartha geht das überhaupt nicht. Aber so ist das Spiel. Was auf? Was ist? Jetzt mach doch mal. Ich hasse dieses
Zeitkack. So unlogisch. Und warum die das überhaupt machen, das versteht auch keiner. Der erste ist Michael Matthews. Der ist mir nicht so wichtig. Der hat über 5 Minuten 23 Rückstand. Müsste eigentlich noch die Gesamtwertung halten. Boah, am Ende habe ich es mir auch selber kompliziert gemacht. Ich wollte einfach mal mit Pot gewinnen. War mein Ziel, hat nicht funktioniert. So ist es denn halt. Wie sagt man, Dummheit muss bestraft werden. Wiederholung, pass auf, jetzt brichst du bestimmt Levier ab. Nee, doch nicht. Im Tappenstand 49. Okay, wir behalten die Gesamtwertung. Mit 51 Sekunden. Pot wird am Ende Vierter. Hat Pantano überholt? Hat sich doch die Mühe doch gelohnt. Bartha wird ja nicht Erster der Punktewertung. Christian Maranger wird Erster der Bergwertspunkte. Sübel. Pot bester Nachwuchsfahrer. Ultra Greenade gewinnt die Gesamtwertung nicht. Teamwertung. Matthews ist der Sieger. Ja, der Etappensieger. Sebastian Pott ein super Ergebnis. Letztes Jahr keinen Vertrag gehabt und hat bei der U23 mitgefahren und dann hier dritter, vierter Gesamtwertplatz. Weil hier 3 Minuten verloren wird. 8 Minuten Jerome Coppel. Es war die letzte Etappe, es war das Ziel, unter den Top 3 zu kommen. Wir gewinnen die Etappe und dann haben wir noch einen, der auf Platz 4 ist. Da können wir sehen, nochmal Top 3. So, beachtliche Werte. So, angemeldete Fahrer, ja. Jan Bartha, okay. Ach, ey, das war knapp, ey. Team Stölting hat sich ja fusioniert mit der Kultmannschaft, der dänischen Mannschaft. Die haben auch die Mehrteil des Teams, weil es sind ja nur 3 deutsche Fahrer. Ich weiß nicht, was jetzt mit den anderen Team Stölting-Fahrer dabei ist. Die werden natürlich jetzt auch in der zweiten Platz sein, also in der zweiten Liga sein. Können wir mal hier gucken, wir werden denn... So, ne, hier kann man nicht gucken. Da, genau, Teams. Da, das erste und da ist eigentlich Team Stölting schon seit Jahren. Nicht seit Jahren, nicht. So lange sind die jetzt auch nicht dabei. Und hat sich jetzt mit Dings fusioniert. Kult, die sind hier. Die sind hier irgendwo. Kult, da sind Kult Energy. Die heißen jetzt Kult Energy Stölting. Mit Linus Gerdemann, Fabian Wegmann und Lennart Kammer. Noch mal gucken, wie der richtig heißt. Lennart. Ein super Zeitfahrer ist er. Kämner. Ah. Nils Poltik, Silvio Herzklotz, der geht ja zu Bora Aragon 18. Also zu uns auch ein super, ja, der super Nachwuchsfahrer, der kann was Großes werden. So ein super deutsches Talent sein und den werden wir auf unsere Liste setzen. Weil wir sehen, 72er Berg, der hat eigentlich am Anfang nur 69. 73er Hügel, Zeitfahren, also ein Etappenfahrer. Mal sehen von denen hier. Oh, auch auf die Liste, weil das sind gute deutsche Talente. Ihn hier auch gleich auf die Liste. Also haben wir einige Zeitfahrer sogar. Sprinter. Bei mir hat der Manuel Ponzerner 76 auf 79 Sprint. So stark hat er sich entwickelt. Und noch jung 20. Hat auch letztens erst eine Etappe gewonnen. Habe ich mir auch gemerkt. Ja, da hat er auch mal was gewonnen. Die Team Stölting hat dieses Jahr nicht schlecht. Es ist dieses Jahr nicht schlecht von den Werten. Ein bisschen überraschend. Mal sehen, wer sich hier dann so macht. Ich kusche irgendwie jedes Mal kusche ich darauf. Wir sehen, wer sich jetzt verbessert hier. So, was ist unser nächster Sponsor? Rund um Finanzplatz. Ne, der ist doch am 1.5. Wo sind wir denn jetzt hierbei? Ich gucke erstmal Planung. Weil wir so weit geplant. Sicher nicht mehr. Yo. Die Romanie fahren wir mit. Okay. Krass. Einfach krass, Junge.
Ohne Steve Morabito ist klar. Natürlich mit Steve Morabito. Wen sollen wir dann noch kennen? Konrad Mendes raus. So sieht dort aus. Und um den Finanzmarkt, der 1.5. Ja, dann können wir ja bis Amsterdam Gold Race ein bisschen simulieren. Ja. Weil das andere interessiert mich nicht so. Wir wollen das Wichtigste. Amsterdam Gold Race ist cool. Finde ich auch cool, dass, haben wir überhaupt eine Wildcard? Ich weiß es gar nicht. Die neue Ergebnisse zur Platzierung von Bora Argon 18. Wildcard. Kandidaten Teams Bardini, Bora, Britannia, Cararual, Columbia, IAM, Orange Queen Age, Vanti. Ist doch die holländische Mannschaft. Belgische Mannschaft, holländisch, puff, gekürzt. Tot. Jo, soll ich euch da mitnehmen bis zum Amsterdam? Ja, das geht eigentlich schnell, ich könnte auf. Ja, gestern kam ja die Vuelta-Etappe. Teamzeit fahren und es wurde nicht in der Gesamtwertung eingetragen. Also, es wurde gefahren. Es ging aber nur um die Teamwertung, wer erster der Teamwertung ist. Und das hat BMC gewonnen. Aber ich finde das ein bisschen komisch, weil die Zeit wurde genommen vom ersten, der über die Linie kommt. Es wird ja eigentlich genommen von dem fünften des Teams. Und es ist die ganze Zeit nicht passiert. Hättest du eigentlich Fabian Cancellara sagen können, fahr alleine und er hätte das Ding gewonnen. Hätten sie es genommen. Weil Saxo Bank, der eine, der fährt da wissen die 5 Meter Abstand und schafft dann Green 8 zu schlagen mit 0,5 Sekunden. Wo ich mir nur denke, hä? Der ist da gerade alleine durchgefahren. Passen die da überhaupt auf bei der Vuelta? Also das war so schlecht. Hallo, kannst du jetzt mal aufhören, die Simulation? Hallo, Leertaste. Ich drücke auf die Leertaste, das heißt Stopp. Leertaste, Stopp! Beenden! Hör auf! Ich bin der Führer, hör auf! Ich verstehe das jetzt nicht, hör auf! Hör doch auf, Leertaste beenden! Ich drück doch Leertaste! Mach doch! No! Stop! Stopping me, please! Bitte! Bitte! Ich will sehen, ob wir den Waldkacke kriegen. Will die mich verarschen? Ach, jetzt, ach! Ab 14, da hast du es kapiert. Jetzt muss ich jetzt erstmal wieder finden. Ey, danke schön. Was? Herr Christoph hat die Flandern-Klassiker mit seinen Siegen beim Rennen Paris-Roubaix beendet. In den Gent und ist die Flandern-Klassiker in einem Zeitraum von nur 15 Tagen gewonnen. Ach, der hat alle gewonnen dieses Jahr. Krass. Das ist ja wirklich nicht. Also, wer der Gent da nicht mitfahren kann, weil das ist ja wirklich keine Kopfsteinpflaster extrem. Dreimal. Müsste ein guter Hügelfahrer sein, müsste es irgendwie ein bisschen rüberkommen und dann hasset. Aber wir wussten schon den Kolb. Weil das Spiel ist unlogisch. Ey, voll scheiße, das Geld. Also John Dinkel, der kann gar nichts. Der verletzt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, da Dombelei und Verteidigen nimmt Bora. Yes. Naja, warte mal, wir haben noch hier von den letzten Ergebnissen. Da stand irgendwas. Klassiker. Nee, ein bisschen zurück. Nee, geht nicht. News, wo waren das? Ich habe da irgendwas von Preisgeld gelesen. Da. 500 Euro. Ja, traditionell. Lern doch erstmal Sport. Muss also irgendwas passiert sein. Kalender, Planung. Ah, genau. Da. Wo ist denn das? Ach, das ging ja am 31. los da. Ach, hat auch Alexander Christoph gewonnen. Wir müssen da oben, wo die eine Rolle gespielt haben, 500 Euro gekriegt. Kein Plan. KP. Wir gehen einfach weiter. Ist ja gleich der 17. Genau, wenn wir nochmal zurück zum Teamzeitfahren kommen. Ja, wenn euch das aufgefallen ist, ist es wirklich, wurde nur vom ersten gewertet. Also, das haben sie sehr gut aufgepasst. Nicht.
Haben die, kontrollieren die überhaupt da oder bei der Welt, oder wird da einfach nur, ja, der ist über den, der erste ist über den, das war's. Also die ersten fünf heißt es ja aber heute nicht. Er wird ja sowieso nicht Gesamtwert aus QDS. Also hätte Cancellara einfach sein Tempo gehen können und hätte den gewonnen. Fertig. Fertig. Hätte er fangen können, fertig. Training von, oh mein Gott, der Holländer. Ich drücke schon wieder auf diese Leertaste. Und ich drücke wieder auf die Leertaste. Planung waren wir doch nicht dabei. Planung, Fahrer. Ach, ist doch 19. Also. Jo, Training von neutral modern. Ja, gucken wir mal. Bahn. Okay. Medischön. Da war doch noch irgendjemand. Ich hab's wieder vergessen. Knaup, ne? Der war da. Der wollte oben. Der hat Wildcard. Da stand auch teilnehmende Tour de France da. Tour de Suisse. Wir sind nicht dabei. Schade. Schade. Echt schade. Training. Was hat er denn hier? Traditionell. Was ist er denn? Was ist denn der Kollege Tobias Knaup? Der ist auch im Bahn. So, können wir erstmal alle löschen, haben wir ein bisschen Platz. Boah. Können wir Ergebnisse mal gucken, Platzierung. Jo, Stefan Denifiel. Sam Bennett bleibt auf den dritten Platz. Aha, Sam Bennett bleibt auf dem sechsten Platz. Teamwertung. Green Age, okay, vor uns. Da sind wir jetzt auch nur nach Vierter, weil wir auch kommen und fahren. Selbst Bora 1614, ERM 1300. 45, Jovant, das ist ja Belgier-Mannschaft, diese. Haben eigentlich immer gute Sprinter, ja. Roy Jans, Zeitfahrer. Bergeförger, Yannick Eisen, ja, Ex-BMC-Fahrer. Der hatte bei San Sebastian auch mal einen guten Auftritt. Hat man gedacht, der wird vor 2 Jahren oder vor, was, letztes Jahr? Hier vor 2012, nee, 2013 mit Quintana. Wo Quintana für Valverde gefahren ist. Mhm. Für die San Sebastian. The Meistersiege. Sam. Nee, Meistersiege. Meistersiege. 5, 9, Adam Plate. Christoph auch 9. So, bei den Teams. Wieder so, natürlich. Siege 9. Haben 5, also haben andere 4 Leute auch noch einen Sieg geholt. Quickstep mit 19, dann Sky, dein Team Giant Alpecin. Movistar Track. Okay, was haben die denn für Fahrer? Wir müssen einen super Sprinter haben. Carlos Carlos Barbero. Achso, Adam Blade. Hutarovic, der finde ich auch super. Weiß ich nicht, der finde ich irgendwie sympathischer Junge. Alter Sack, sympathischer, alter Sack, Weißrunde. Das Weißrunde, der kämpft einfach. So, Maastricht. Sehen wir uns morgen wieder. Ich sehe gerade Sebastian Pott, alter Falter, der hatte gerade noch eine 74, hat jetzt eine 77 Berg. What the fuck? Das ist, wenn man die ganze Zeit nur labert und nicht trinken tut. Also würde ich mal sagen, haut rein, bis dann und ciao.